erzähl mir doch mal, was hier abgeht. Der Bombenanschlag, Teil 1. The cartel has got bottomless funds from pushing that spank crap. If we make an open attack on them, they'll wipe the floor with us. They must be making spank on that big boat that Curly led you to. So we gotta use our heads. Or rather, one head. Your head. I'm asking you to destroy that spank factory as a personal favor to me, Salvatore Leone. If you do this for me, you will be a made man. Anything you want. Du kriegst alles, was du willst. Go and see 8-Ball. Geh zu 8-Ball, du brauchst einen Fachmann, um dieses Schiff hochzujagen? Ich dachte, irgendeine Fabrik, Alter. Gut, dann gehen wir mal zu 8-Ball. Das ist schon mal wieder markiert. Hey, der ist doch direkt hier, oder? Moment. Kann ich da nicht einfach so rüber jumpen, Alter? Also ich weiß nicht, ob der über den Zaun springen kann. Müssten wir jetzt mal gucken. Aber er kann auf jeden Fall, kann er Berge runterrennen. Schon mal vom Vorteil. Kommt der da nicht rüber? Kann man da hinten eventuell lang? Das sieht doch nicht so aus, ne? Oder das gibt's doch nicht, Alter. Ist hier nicht mal. Ah, hier ist ein Eingang. Ich hoffe, dass ich hier nicht nur eine Waffe bekomme, sondern irgendwie direkt eine ganze Kiste. Was haben wir denn da? So. Der Bombenanschlag Teil 2. Wie Teil 2? Gumpel. But a job like this is gonna need a lot of fireworks. I'll need $100,000 to cover expenses. But you know with me, you get a lot of bang for your buck. Come back, brother, when you have the money. Der will von mir $100,000 haben. Also ich habe die Kohle, ne? Ich habe 200 irgendwas. Aber ich finde da trotzdem ganz schön was. So. Okay, let's do this then. I can set this baby to detonate, but I still can't use a piece with these hands. Here, this rifle should help you pop some heads. Mhm. Sniper. Und? Mollys? Mhm. Jo. Also, ich kann mit einer Sniper umgehen. Soll ich dich mal hier so? Ah, okay. Ja, das kann ich jetzt auch. Sehr gut. Drücke R2, um Präzisionsgewehr abzufeuern. Aber ich brauche erstmal ein Ziel, oder? Gut. Ich habe es verstanden, wie das Gewehr funktioniert. Ich brauche jetzt erstmal ein Auto. Ich glaube, das ist das richtige Auto für mich. Ach, der fährt mit? Ach so. Ach so ist das. Ich dachte, der würde da bleiben. Dachte, der gibt mir nur die Knarre. Mr. 8-Ball. Ja, und dann kann ich wieder abhauen. Okay, da hinten ist es ja schon. Da soll ich jetzt einfach hinfahren oder soll ich das von weiter weg machen? Nee, ich muss da hinfahren. Such dir eine günstige Position. Ich gehe an Bord. Wenn du. Was? Das habe ich nicht gelesen. Das sind noch Träume, ne? Das sind wirklich schöne Boote. Sehr schön. So, warte mal. Ich nehme meine Knarre. Wo ist sie? Präzisionsgewehr. So, ich soll irgendwo
Ach so, warte mal, ich pack die erstmal weg. Ich glaube, ich muss da hoch, oder? Ich muss da hoch, Alter. Ich hoffe, die sehen mich nicht. Also, sie sehen mich bestimmt, aber mach nichts. Lass mich mal gucken. Das sind zwei. Wie sind die denn, Alter? So. Alle weg, oder? Sieht so aus, er kann sozusagen reingehen. Okay, er kommt wieder raus. Krasse Animation. Dafür gibt's einen Oscar. Also, ich wäre echt gern dabei gewesen, als sie das gefeiert haben, die das programmiert haben. Als sie diese Szene gefeiert haben. Boah, voll geil, Junge. Okay, Mission erfüllt. Haben wir dann doch noch geschafft. Oh, ein schönes Auto hier.